Die Woche habe ich ein Feedback bekommen, das mir echt zu denken gehabt. Und zwar ist es im Rahmen von einem 1:1 passiert. 1:1, in anderen Firmen auch Bila oder so genannt, ist dort, wo ich mit jemandem zusammenkomme, wo ich der direkte Vorgesetzte bzw. der Coach bin. Und in diesem 1:1 Format haben wir so eine Sektion, die heisst Feedback. Und zwar ist das gegenseitig. Also die Person gibt mir ein Feedback über die letzte Zeit, was ihr aufgefallen ist, und ich gebe dieser Person etwas. Eines der wichtigsten Elemente in so einem 1:1. Und genau dort ist das aufgetaucht. Dort habe ich nämlich das Feedback bekommen, dass ich in letzter Zeit nicht so präsent sei in den Meetings. Da habe ich nachgefragt, was meinst du denn mit dem? Und dann hat er 2-3 Meetings aufgezählt, wo ich abgeschweift sei im Kopf. Und merke ich das dann relativ stark, und ich teilweise etwas auf meinem Tablet umgetipselt habe. Und wirklich nicht so in diesem Meeting hinein gewesen sei. Da habe ich müssen sagen, ja, stimmt wahrscheinlich. Und habe mich natürlich bedankt für das. Und es ist schon unglaublich interessant, und darum habe ich gedacht, vielleicht hilft das etwas, wenn ich das da teile, wie eigentlich eine Aussicht wertvoll ist. Also für mich war das unglaublich wertvoll gewesen. Die Sätze sind mir noch ein paar Mal nachgelaufen jetzt über die Woche. Und ich habe wieder viel stärker geachtet, dass ich etwas aufs Mal mache. Das ist nämlich etwas, wo ja, vielleicht, nicht nur vielleicht, wo definitiv eine Schwäche von mir ist. Ich habe gefühlt sehr viele Bälle in der Luft und habe manchmal das Gefühl, ich müsse 2, 3 oder 4 Sachen gleichzeitig machen. Und, jeder weiss es eigentlich, dass das nicht so erfolgsversprechend ist. Aber ja, wenn man halt dann 2-3 Sachen miteinander macht, fällt es einem oft nicht auf und man kommt nicht so schnell vorwärts. Ich bin extrem dankbar, dass ich das Feedback bekommen habe und reisse mir jetzt wieder richtig am Riemen, dass, dass ich wieder eins aufs Mal mache, dass ich in einem Meeting dabei bin, voller Kraft, und dann das nächste mache und gleichzeitig verschiedene Themen. Ich hoffe, es gelingt mir. Ich hoffe, es hilft jemandem etwas, wo ähnliche Themen hat wie vielleicht ich.